So, hallo und herzlich willkommen im Wald zu meinem nächsten Seven vs. Wild Kommentar. Und zwar möchte ich, bevor wir da mit dem eigentlichen Beitrag anfangen, mal wieder einen kleinen Disclaimer loswerden. Den könnt ihr auch gerne überspringen. Ich schreibe euch unten hin, bis wohin. Hab dazu hier so ein bisschen Feuermachmaterial eingebaut, damit wir nicht einen schwarzen Bildschirm anstarren müssen. Und ja, damit würde ich jetzt auch loslegen. Und zwar geht es nochmal um die Nova, beziehungsweise das, was ich bei meinem letzten Kommentar zur Nova gesagt habe. De facto ging es mir eigentlich, als ich das aufgenommen hatte, nur darum, darauf hinzuweisen, dass die Aussage von Nova, dass diese ganze Seven vs. Wild Nummer hier das Krasseste sei, das man sich nur irgendwie vorstellen kann, plus minus so hat sie es gesagt, wollte ich darauf hinweisen, dass es das nicht ist. Weil objektiv betrachtet, und Nova hat eben nicht gesagt, das ist Tüpfelschisserei, das gebe ich zu, das habt ihr mir korrekt vorgeworfen, Nova hat gesagt, das sei das Krasseste, was man sich nur vorstellen kann. Sie hat nicht gesagt, das ist das Krasseste, was ich mir nur vorstellen kann. Das heißt, sie hat eine allgemeine Aussage getroffen und nicht den kleinen Zusatz für mich hinzugefügt. Das sagt sie nicht. Ja? Und das war das, was mich ein bisschen genervt hatte. Letztes Mal bei meinem letzten Kommentar eben, dass sie das nicht dazu gesagt hat und dass sie jetzt quasi behauptet, dass das Seven vs. Wild Szenario das krasseste überhaupt sei. Und das stimmt de facto eben nun mal nicht. Und darum ging es mir. Das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Für den geneigten Zuschauer, der sich mit Survival-Situationen nicht auskennt, einfach mal einordnen, wie krass ist denn innerhalb der möglichen Spannbreite von Survival-Situationen das Seven vs. Wild-Szenario. Und das kommt jetzt darauf an, welchen Kandidaten wir uns angucken. Für einen Fritz mit wenig Ausrüstung an einem blöden Ort ist es zum Beispiel eine Nummer krasser als für eine Nova mit jetzt auch nicht viel Ausrüstung, aber doch ein bisschen mehr Ausrüstung an einem eher guten Ort. Oder für den Knossi, der hat ja auch einen guten Ort und so weiter. Ja, trotzdem ist generell diese Insel innerhalb der möglichen Orte, an denen man außerhalb der Zivilisation hocken kann, um dort zu überleben, ein eher positiver. Zwar gibt es da ein paar Sachen, die nicht angenehm sind, wie zum Beispiel die ganzen Mücken oder Sandfliegen, die eigentlich Sandmücken heißen müssten. Oder eben die Tatsache, dass es theoretisch noch diverse Sachen im Wasser gibt, die einem zu Problemen führen könnten, dass das Wasser per se jetzt nicht das allersauberste sein kann und nicht überall zwingend Trinkwasser sein muss. Aber dafür sind die Tropen auch eben immer ein Szenario, wo man mit wenig Vorbereitung keine größeren Temperaturprobleme bekommen sollte, also sowohl nach oben als auch nach unten. In den Tropen wird es nicht so bolle heiß wie zum Beispiel in der Wüste, dass man da größere Schwierigkeiten hat. Klar hat es hohe Luftfeuchtigkeit, kein Thema, aber dann kann man sich ja ausruhen über Mittag und erst wenn es wieder ein bisschen kühler geworden ist, größtenteils arbeiten oder theoretisch im Regen arbeiten oder sonst wie. Also da gibt es Lösungen, darauf will ich nur hinaus. Ich sage nicht, dass es angenehm ist, ist es nicht, ja, aber es bringt dich nicht um. Normalerweise. Ja, wir können jetzt noch 17 andere Beispiele bringen. Vielleicht noch kurz die Sache, dass eben auch die Nahrungsversorgung in den Tropen besser ist als fast überall sonst auf dem Planeten, weil es eben beispielsweise Kokosnüsse gibt. Das ist eine wunderbare, wild wachsende Nahrungsquelle. Es gibt die ganzen anderen Früchte, die da auf der Insel wachsen. Es gibt sowas wie Mangos und solche Sachen. Das gibt es in vielen anderen Klimazonen nicht. Daher sind die Tropen, insbesondere auf einer Insel, wo auch die Gefahr durch Gifttiere nur auf ein Minimum reduziert ist, schon ein eher guter Ort zum Überleben. Ja? Eher gut. Das heißt nicht, dass das ein Kinderspiel ist, das habe ich auch nicht behauptet. Und es ist auch kein Campingurlaub oder ähnliches, garantiert nicht. Aber ja, schon eher ein guter Ort, wenn man innerhalb dieses Ortes eben nicht einen ganz miesen, blöden Fleck erwischt hat, wie das jetzt beispielsweise eben bei Fritz, oder Sascha ein Stück weit der Fall ist. Ja? Nur um mal zwei Beispiele zu nennen. So, und was mir, also das wollte ich eigentlich sagen. Ja, was viele Leute von euch verstanden haben, war Nova heult rum. Und das habe ich wohl auch gesagt. Und das war, beziehungsweise ist von vielen Leuten als sehr, sehr negativ konjunktiert aufgenommen worden. Es war eigentlich eher mehr eine Tatsachenbeschreibung. Und rumheulen habe ich jetzt gar nicht so sehr als das negative Wort gemeint, wie es viele von euch verstanden haben. Es ist einfach eine Tatsache, dass sie weint und psychisch ziemlich am Ende ist, beziehungsweise war zu dem Zeitpunkt und jetzt ist sie auch ausgestiegen deswegen. Das, wie gesagt,
hat man mir fehlende Empathie vorgeworfen und ähnliches, dass man ja aufgrund dessen, dass die Nova ja für sowas nicht gemacht ist und die Nova ja große Schwierigkeiten hat, eben mit sozialer Isolation klarzukommen, sprich ohne Handy allein und so weiter. Und das muss man ja berücksichtigen. Und da gibt es ja viele Menschen, denen das so geht. Und da sollte man mehr Rücksicht drauf nehmen. So mehr oder weniger war das so der Kontext, den ich aus den Kommentaren rausgezogen habe. So, und dazu müssen wir jetzt zwei Sachen unterscheiden, ist mir persönlich jetzt nochmal ein Anliegen, weshalb ich den ganzen Quatsch hier nochmal erzähle. Nämlich erstens, ja, darauf sollte man auf jeden Fall Rücksicht nehmen innerhalb des normalen Sozialgefüges unserer normalen Gesellschaft. Ja, Punkt. Für ein Survival-Szenario allerdings, und das ist jetzt was anderes, gelten besondere Regeln. Ja, und mir ist es eben, da ich das Ganze als Survival-Szenario einordnen möchte, das ist ja das, was ich jetzt schon seit meinen ganzen Kommentarzeugs immer schon mache, gelten da eben nun mal die Regeln, die in einer Survival-Situation gelten würden, wenn es dann eine echte wäre. Ist es ja hier nicht und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es da ja tatsächlich Verletzte und Tote möglicherweise. Das will ja auch keiner und das ist nicht zweckdienlich, aus einer Trainingssituation gleich die grausame Realität zu machen. Aber die Trainingssituation hat den Zweck, für die grausame Realität vorzubereiten. Und wenn man daraus was lernen möchte, als Teilnehmer oder als Zuschauer, kann man da nämlich auch sehr viel daraus lernen, dann sollte man das Ganze eben auch realistisch bewerten. Und realistisch bewerten in einem Survival-Szenario heißt, du strandest beispielsweise aus irgendwelchen Gründen auf einer einsamen Tropeninsel. Punkt. So. Und da strandest du jetzt mit dem, was du hast und dem, was du nicht hast. Sprich mit dem, was dir an körperlichen und mentalen Fähigkeiten mitgegeben wurde. Und leider ist es jetzt nun mal so, dass so ein Survival-Szenario scheiße unfair ist, weil du eben nur das bekommst, was du an körperlichen und mentalen Fähigkeiten mitgegeben bekommst. Ja? Und wenn du beispielsweise eben nach 3 Tagen wahnsinnig wirst, sobald du keinen Kontakt zu anderen Menschen hast, dann wirst du auch so in so einem Szenario wahrscheinlich relativ schnell apathisch in der Ecke hocken, in Embryonalstellung vor und zurück wackeln und nichts mehr auf die Reihe kriegen und dann verhungern oder verdursten oder komplett wahnsinnig werden möglicherweise. Möglicherweise, ich sage nicht, dass das bei der Nova passiert wäre, gar nicht. Ne? Das ist jetzt ein rein fiktives Szenario. Und ja, dann stirbst du. Oder alternativ, du landest als schwer herzkranker Mensch, der dringend Medikamente benötigt, um am Leben zu bleiben, beispielsweise auf so einer einsamen Insel. Wirst da angespült, hat deine Medikamente, hast du aber nicht mehr dabei. So, jetzt hältst du vielleicht noch 14 Tage durch, weil das so lange geht, bis dich deine angeborene Krankheit, zum Beispiel eine angeborene Krankheit, dann umbringt, aber danach hat sie dich umgebracht. Und das ist unglaublich unfair und wahrscheinlich außerordentlich schwer zu ertragen, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, dass viele von uns, ganz, ganz viele, eben durchaus solche Sachen mitbringen, die ihnen das Überleben in einem durchschnittlichen Survival-Szenario außerordentlich schwer machen würden. Zum Beispiel, du siehst ohne Brille nichts, deine Brille geht kaputt, du landest da ohne Brille und jetzt musst du halt damit klarkommen, dass du fast nichts siehst. Ja, da kann man ganz viele Beispiele finden. Jemand, der keine Beine hat zum Beispiel und wird da ohne Rollstuhl angespült, der hätte dann auch außerordentliche Schwierigkeiten. So, und jetzt müssen wir uns einfach klar machen, dass es der Natur halt eben völlig egal ist, ob wir eine angeborene Benachteiligung haben oder sonst wie erworbene Benachteiligung haben, für die wir nichts können, das interessiert da eben nun mal niemanden in der Wildnis. Da gibt es kein soziales Sicherungsnetz, keinen sozialen Ausgleich für durch Zufall erlittene Nachteile letztendlich. Das ist extrem hart und das ist überhaupt nicht lustig, aber das ist nun mal so. Ja? Und drum sollte es Ziel einer Survival-Ausbildung, eines Survival-Trainings sein, abgesehen neben so ein paar Basic-Fähigkeiten, die man in Kursen lernen kann, für die persönliche Survival-Ausbildung, das persönliche Survival-Training, so man dann Lust hat, sowas zu machen. Es besteht ja keine Pflicht, das zu tun. Sollte man vor allen Dingen eben darauf achten, wie man mit seinen persönlichen Schwächen denn klarkommt und eben auch da gilt, ähnlich wie zuerst Wasser finden, wenn dich zuerst Durst umbringt, zuerst Wärme erzeugen, wenn dich zuerst Kälte umbringt, zuerst Kühlung verschaffen, wenn dich zuerst Hitze umbringt, gilt danach neben diesen Faktoren bzw. parallel dazu, dass du auch deine inneren und deine naturgegebenen
aufgrund deines Körpers und deines Geistes vorhandene Nachteile ebenfalls in dieser Reihenfolge irgendwie bekämpfen und ausschalten müsstest oder lernen, damit umzugehen. In meinem konkreten Fall bedeutet das, ich habe japanische Höhenangst. Wenn man mich irgendwo oben hinstellt, dann verfalle ich in Panik und komme da wahrscheinlich nicht runter und werde irgendwann auch wahnsinnig, sofern ich mich nicht doch dann überraschenderweise dran gewöhne. Aber das davon gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass ich dann ein größeres Problem habe. Sinnvoll wäre es jetzt zum Beispiel, dass ich mich also tatsächlich irgendwelchen Therapien oder was auch immer unterziehe, um meine Höhenangst loszuwerden für ein perfektes Survival-Training. Jetzt habe ich aber gar kein Interesse daran, ein perfektes Survival-Training durchzuführen und lebe dann halt nun mal damit, dass ich diesen Nachteil habe. Was anderes ist es zum Beispiel mit meinen fehlenden handwerklichen Fähigkeiten. Da bin ich also nur sehr, sehr schlecht in so Sachen wie Lagerbau. Es gibt da ja Leute, die das intuitiv sehr, sehr gut beherrschen. Das ist sehr beeindruckend. Da bin ich auch immer ein bisschen neidisch. Aber das kann man zum Beispiel relativ einfach umgehen, indem man eben lernt, wie man ein Lager baut, das fast keine handwerklichen Fähigkeiten erfordert und selbst vor Leuten mit 17 Daumen ohne jeden einzelnen normalen Finger einigermaßen durchgeführt werden kann. Oder selbst wenn man dir Füße als Hände implantieren würde, dann könntest du bestimmte einfache Shelter trotzdem noch bauen, die im Grunde darin bestehen, eine Plane über ein Seil zu hängen, zum Beispiel. Oder ein Seil zwischen zwei Bäumen zu spannen, das ist nun wirklich auch kein Hexenwerk. Das können auch vielleicht nicht Dreijährige, aber spätestens Vierjährige Kinder hinkriegen. Ja? Und solche Sachen. Da muss man einfach wissen, wie man trotz seiner jeweiligen individuellen Handicaps klarkommt. Und nochmal, das Dumme bei der Situation ist es halt, dass es Handicaps gibt, die einem das Leben in der Natur unabhängig von der Hilfe von anderen Leuten gar nicht unmöglich machen. Das ist böse, ja? Und das ist nicht schön, aber das ist dann tatsächlich richtiges Survival. Und richtiges Survival ist meiner Meinung nach das Ziel, das ein Survival-Training haben sollte, einen darauf vorzubereiten. Und drum habe ich eben auch meinen Kommentar darauf angelegt, dass ich hier eben auch viel über Survival-Theorie und Survival-Einstellung, die geistige Einstellung, körperliche Voraussetzungen und so weiter rede, weil das nun mal eine Rolle spielt. Ja? Natürlich ist es für ein Seven vs. Wild Unterhaltungsformat überhaupt nicht notwendig, jetzt da böse auf die Nova zu sein oder an der Nova rumzunörgeln, weil sie da individuelle Probleme hat. Aber wäre es die Realität, dann wäre sie damit sehr, 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 sehr mies dran. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie man, wenn man so intensiv auf Isolation reagiert, was man da dagegen tun sollte. Ja, ob man überhaupt was tun sollte, ist sowieso nochmal eine andere Frage. Wie gesagt, muss ja niemand Survival-Training betreiben. Das ist ja eine freiwillige Entscheidung, das kannst du machen. Ich will da überhaupt niemanden zu überreden. Aber in dem Fall wäre es zum Beispiel sehr mühsam, diese relativ von mir als extrem empfundene, weiß nicht, für viele Leute ist auch eine normale Reaktion offensichtlich, wenn man bei mir in die Kommentare guckt. Dann ist das halt nun mal schwierig. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar, worauf ich hinaus möchte. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass mir die Nova keineswegs unsympathisch ist. Und das ist sicher eine ganz, ganz wunderbare Person. Da gibt es überhaupt nichts an ihr auszusetzen. Und da ist auch nichts falsch dran, dass sie da dann recht schnell eben mit der Isolation nicht mehr klarkommt. Nur wäre es, ne, das muss man einfach klar sagen, obwohl sie eine wunderbare Person sein kann, wahrscheinlich ist, hätte sie da jetzt eben massive Probleme. Ja, und das muss man einfach, oder meiner Meinung nach, sollte der Zuschauer das einfach wissen, dass wenn man selbst wie Nova ist, hätte man da ebenfalls große Probleme. Und das kann man jetzt, muss man jetzt nicht kritisieren, aber das bedeutet objektiv nun mal, dass man auf so einer Insel nicht lange überleben kann. Und wenn man daran was ändern möchte, dann müsste man sich halt jetzt ein bisschen Gedanken machen. Und wenn man daran nichts ändern möchte, dann weiß man es jetzt zumindest. So. Und ich glaube, das langt jetzt an der Stelle. Damit kommen wir zum Ben vor Ort und der erzählt jetzt was anderes. So, hat der Knossi fahrlässig gehandelt, als er seine Palme angezündet hat oder nicht? So, dazu eins vorneweg. Wer durchs Leben geht und sagt in der freien Natur, zünsel ich nicht rum und mache nie ein Feuer, der wird auch nie einen Waldbrand verursachen. Das ist eine Einstellung, die man für sich haben kann, mit der man wunderbar durchs Leben kommt und nie jemand anders in die Quere kommt und der Natur mit garantiert nie was Böses tut. Das kann man machen. Ne? Halte ich für etwas zu radikal, weil ich der Meinung bin, man kann auch
wenn man sich ausreichend mit der Thematik auskennt, das Risiko auf ein unkontrolliert sich ausbreitendes Feuer so weit runter reduzieren, dass man schon mal unter bestimmten Bedingungen Feuerle anzünden kann, ohne dass das negative Konsequenzen hat. Und dann finde ich, ist es auch in Ordnung, einfach für den Naturgenuss, zum Teil fürs eigene Überleben, wenn man tatsächlich mal in der Lage sein sollte, wirklich, wo es aufs Überleben ankommt und man ein Feuer dringend braucht. Zum Teil auch einfach zur besseren Wahrnehmung der Natur, zum besseren Leben in der Natur und daraus auch zu mehr Respekt für die Natur aufbauen, kann so ein Feuerchen meiner Meinung nach sehr, 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 sehr hilfreich sein. Wenn man am Lagerfeuer gesessen ist und jetzt nicht zwingend irgendwie Angst vor Feuer oder Ähnlichem hat, wird bestätigen können, dass das was sehr Schönes sein kann. Ja? Das braucht man deswegen nicht übertreiben, aber ich bin absolut der Meinung und tue das ja auch selber, dass man hier und da mal wirklich ein bisschen was anzünden kann unter kontrollierten Bedingungen und wenn man sich eben darüber im Klaren ist, welche mögliche Konsequenzen das haben kann. So. Das heißt, diejenigen von uns, die Interesse daran haben, hin und wieder mal ein Feuerchen anzuzünden, bei denen wäre es dann natürlich sinnvoll, dann nicht Feuer machen keine Option ist, sich zumindest so gut es geht mit der Sicherheit des Feuermachens für eben die Umgebung auseinanderzusetzen und neben verschiedenen Techniken, wie man eine sichere Feuerstelle baut und so weiter und so weiter, gibt es da so ein paar grundsätzliche Dinge. Ich erwähne da immer gerne Feuerregel 1 und 2. Feuerregel 1, Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen. Feuerregel Nummer 2, je größer das Feuer, desto größer der Idiot, der es macht. So, heißt, man braucht selten ein flammendes Inferno. Es reicht meist ein kleines Feuerchen für den Zweck, den man damit erfüllen möchte. Meistens eine Wärmequelle oder was zum Kochen oder einfach was zum schön dran sitzen und sich freuen. Für die Seele sozusagen. Das reicht dann, wenn es ein kleines Feuerchen ist. Ja, so ein flammendes Inferno ist nie eine gute Idee. Darauf wollte ich hinaus. Und ja, niemals unbeaufsichtigt lassen. Dann kriegst du auch immer mit, wenn du was angezündet hast, was du nicht anzünden möchtest. Und dann kommt Regel Nummer 3. Nicht dann nur da hocken und feststellen, oh, Feuer breitet sich aus. Habe ich jetzt gesehen, weil ich habe es ja nicht beaufsichtigt. Sondern dann eben auch verhindern, dass es sich ausbreitet. Das wäre dann Punkt 3, einschreiten bei Eskalation. Und zwar rechtzeitig, weil so ein Feuer, je kleiner es ist, desto länger braucht es, bis es mal groß wird. Und wenn man es immer nur klein hält, hat man jede Menge Zeit, um zu verhindern, dass wenn es was anderes als klein werden möchte, dass das dann einfach nicht passiert. So, das sind so ein paar grundsätzliche Dinge. Außerdem gilt, es gibt Situationen im Leben, wenn du da überhaupt in der Lage bist, etwas anzuzünden, dann herzlichen Glückwunsch. Die Chance, dass du überhaupt damit irgendwie auch nur ansatzweise was Weitergehendes anzünden kannst, erfordert sehr viel Übung. Und in so einer Situation befindet sich jetzt der Knossi in unserem Szenario. Ja? Wir haben also Folgendes. Wir haben 100% Luftfeuchtigkeit. Oder sagen wir mal 98, sowas um den Dreh. Wir haben Regen, wir haben eine nasse Tropeninsel im grünen Vegetationszustand. Das bedeutet, in der Vegetation befindet sich auch jede Menge Wasser. Jedes bisschen Grün, was wir an den Pflanzen finden können, ist 90% Wassergehalt. So. Und da drauf nochmal jede Menge Wasser gießen. Zusätzliches Wasser kommt jederzeit nach vom Himmel. Der Boden ist nass, die Luft ist nass. So. Und angenommen, wir finden in diesen miserablen Bedingungen, um überhaupt ein Feuer anzubekommen, ein letztes kleines winziges Stückchen trockenes Material, das dazu auch noch leicht entflammbar ist. So, und das befindet sich an einem Baum. Das zünden wir jetzt an, machen damit unsere Zigarette an und freuen uns. Besteht die Möglichkeit, dass dieses bisschen trockene Material, das sich an einem Baum befindet, bei diesen Bedingungen den Baum anzündet? Und B, ist der angezündete Einzelbaum dann in der Lage, weitere Bäume anzuzünden, bevor der Regen ihn löscht, beziehungsweise die Tatsache, dass andere Bäume auch völlig wässergetränkt sind, verhindert, dass die anderen Bäume zu brennen anfangen. Und da kann ich jetzt ganz klar sagen, in dem Szenario, in dem der Knossi da seine Palme anzündet, ist es völlig unmöglich, die Insel anzuzünden. Das geht nicht. Punkt. Ja? Wir bräuchten, um was anderes außer diesem brennbaren Material, das ist übrigens die Blattscheide der Palme, wenn man das anzündet, ja, das ist deswegen trocken, weil es sich direkt unter der Krone der Palme befindet und daher da kein Regen oder so gut wie kein Regen hinkommen kann. Deswegen ist das trocken genug, hat eine fein genug Oberfläche, um sich mit dem Feuerstil entzünden zu lassen. Das flammt dann ein kleines bisschen, geht dann auch schnell wieder aus und dann hat sich die Sache wieder erledigt. Ja?
selbst wenn der Knossi jetzt alles Mögliche tun würde, um dieses Material zusammenzuballen, es kompakt an einen Punkt bringen würde und nicht nur einen kleinen Teil davon anzünden, ja, vielleicht noch Zeugs von anderen Palmen holen würde und da auch alles zusammenballen und einen großen Ball hätte und den anzünde, das gibt dann vielleicht so eine Flamme, ja, ne, passt nicht ins Bild, höchstens, die brennt höchstens 30, 45 Sekunden maximal, dann deutlich kleiner werden, falls es 45 Sekunden sein sollten, und hat über diesen Zeitraum eine gewisse Menge an Energie. Um jetzt einen unkontrollierten Brand auszulösen, muss die Energie, die da drin steckt, in seiner Menge an Zunder, die er da angezündet hat, oder der Zunder der Umgebung, wo sich es unkontrolliert hätte ausbreiten können, selbst bei Regen wäre es nämlich möglich gewesen, dass dieser ganze Kranz von Blattscheidenblättchen anfängt zu brennen. Trotzdem, die Energie, die da drin steckt, hätte niemals ausgereicht, um primär nach oben gerichtet, Feuer ist immer nach oben gerichtet, obendran das Grün der Palme anzuzünden, weil an dem Punkt beginnen ja bereits die grünen Triebe. Die grünen Triebe enthalten, wie gesagt, 90% Wasser. Bei 90% mindestens Luftfeuchtigkeit, bei Regen. Ja, es ist also, er hätte da ein Fass mit Schweröl anzünden müssen, um in der Lage zu sein, die ganze Palme anzuzünden. Nur damit hätte er genug Energie gehabt, das ganze Wasser in der Palme so weit rauszutreiben, dass die Palme trocken genug ist, um zu brennen, plus der Energiezufuhr weiter sehr hoch bleibt, weil dem ganzen Feuer, das die Palme dann gefangen hätte möglicherweise, ständig wieder enorm viel Energie entzogen wird, weil wir a. 90% Luftfeuchtigkeit haben und b. es immer noch regnet. Ja? Das heißt, in diesem Szenario, so wie das der Knossi gemacht hat, besteht null, aber auch wirklich gar kein Risiko, sofern nicht gerade die Amis vorbeifliegen und eine Wolke mit Napalm über die Insel kippen, die dann vom Knossi entzündet wird, während er mit seinem Feuerstil spielt. Ansonsten besteht null Risiko, da die Insel anzuzünden. Ist das also grob fahrlässig? Jein. Das so vorzuzeigen, unkommentiert, das könnte schon als grob fahrlässig anzusehen sein, weil das könnte jetzt irgendein Dödel nachmachen oder ein junger Mensch, der muss nicht zwingend ein Dödel sein, sondern nur unerfahren, reicht dann auch. Und denken, ja, hat beim Knossi ja auch gut funktioniert, im nächsten Tropenurlaub mache ich das auch. Und dieser Mensch reflektiert jetzt nicht, dass beim Knossi gerade regnet und gerade Regenzeit ist und er nur wenig von dem Zeug hat und die Umgebung klatschnass ist und macht das in der Trockenzeit und die Umgebung ist furztrocken, dann kann es theoretisch sein, dass man damit einen Waldbrand verursacht, beziehungsweise einen größeren Flächenbrand, die halbe Insel theoretisch abbrennt. Das wäre in der Trockenzeit nicht völlig auszuschließen. Immer noch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, weil die Palme ist ja immer grün. Das heißt, die anzuzündenden Palmenblätter wären trotzdem wassergesättigt. Die Energie, die da in diesem Kranz drin steckt, würde trotzdem nicht reichen, die Palmenblätter zu entzünden. Aber es könnte ein Funken runterfallen. Unten am Boden liegt meinetwegen ein trockener Haufen von was auch immer. Der fängt Feuer, zündet was anderes an. Wäre theoretisch vorstellbar, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ja, wäre theoretisch vorstellbar. Daher, es ist richtig, dass es grundsätzlich fahrlässig ist, was anzuzünden, ohne vorher nachgedacht zu haben. Im konkreten Fall bestand aber kein Risiko. Also hinterher, er hat einfach Glück gehabt auf gut Deutsch. Er hat unreflektiert was angezündet, aber in einem Szenario, wo keinerlei Risiko bestand. Was man natürlich vorher hätte noch drüber nachdenken sollen. Das wäre ideal gewesen. So, ja. Und kommen wir zum schönen Thema Schlangen und sonstige Giftviecher. Bei Schlangen und sonstigen Giftviechern zunächst mal Schlange. Gibt Schlange auf Insel? Halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich. Es ist in einem Making-of mal wieder gesagt worden, einer der Piloten der Hubschrauber hätte eine Lanzenotter gesehen. Die Lanzenotter, insbesondere die da vorkommt, da gibt es verschiedene genauen Namen, kann ich euch gerne unten hinschreiben, habe ich gerade nicht auswendig im Kopf. Die ist ja definitiv zu den tödlichsten Giftschlangen weltweit zu zählen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sie a. ein sehr tödliches Gift hat. B. hat sie viel vom tödlichen Gift. Da muss man gleich mal differenzieren. Zum Beispiel unsere heimische Kreuzotter, die bei uns unterwegs ist, die hat ebenfalls ein außerordentlich tödliches Gift, nur hat sie davon sehr, sehr wenig.
Das heißt, selbst wenn sie alles Gift, was sie zur Verfügung hat in der Giftdrüse, uns injizieren würde, wenn er mehr als 50 Kilo wiegst, hast du eigentlich ein sehr geringes Risiko, dass die das nennenswerten Schaden anrichtet. Weil es dann wenig Gift auf viel Biomasse ist und pro Biomasse sozusagen, das verteilt sich gut im Körper und das wird dann wieder abgebaut und das richtet normalerweise keinen Schaden an. Solange es nicht zu einer allergischen Reaktion kommt, dann hat man ein Problem. Ja? Aber grundsätzlich ist es erstmal nicht so schlimm, dass es ein starkes Gift ist, wenn es nicht viel starkes Gift ist. Genau das ist der Fall bei unserer Lanzenotter. Außerdem ist das eine relativ aggressive Schlange. Sie ist sehr schnell und sie greift auch gerne mal an. So, und damit haben wir leider ein fünffaches Problem, denn das führt doch insgesamt zu einer recht hohen Bissrate. Von der Lanzenotter gebissen zu werden, wäre also eine Lanzenotter anwesend, dann wäre die vorgeschriebene bzw. empfohlene Sicherheitsmaßnahme, um möglichst nicht von der Lanzenotter gebissen zu werden, nicht vom Weg runtergehen, weil auf dem Weg direkt liegt sie selten rum, im Unterholz schon. So, jetzt haben unsere Teilnehmer ja nur Unterholz, wo sie sich bewegen können oder alternativ Strand. Das heißt, wenn da wirklich eine Lanzenotter ist, dann ist da ein realistisches Risiko leider gegeben oder es eine Lanzenotterpopulation gibt, was ich für unwahrscheinlich halte, aber ich tue mal so, als wäre das der Fall, dann hätten wir schon ein realistisches Risiko, von dem Vieh gebissen zu werden. Dazu erstmal das Einmaleins des Schlangen, Giftschlangen-Survivals. Ist man in einem Gebiet, wo man weiß, dass es Giftschlangen gibt oder man Giftschlangen vermutet, Regel Nummer 1, bleib auf dem Weg. Regel Nummer 2, hast du keinen Weg, musst du dir was einfallen lassen. Da ist eine mögliche empfohlene Maßnahme, die tatsächlich eine gute Idee wäre, sich einen langen Stock zu besorgen, mit dem langen Stock vor sich, wie so einen blinden Stock im Prinzip, auf den Boden zu klatschen, zack, 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 um vor sich Vibrationen und Rascheln und Zeugs zu erzeugen, was die Schlange möglicherweise bemerkt. Die Schlange würde dann, wenn es gut läuft, den Stock angreifen oder alternativ einfach abhauen, das wäre natürlich auch schön, aber du kannst die Schlange eigentlich nicht überraschen mit deinem Fuß oder gar mit deiner Hand. In den USA beispielsweise sind die meisten Schlangenbisse in die Hand von jemandem, der gerade Feuerholz sammelt, der gerade sonst wohin langen möchte, um irgendwas aufzuheben in der Landschaft und dabei irgendwie ins Unterholz greift und dann von der Schlange gebissen wird. Das ist ganz interessant. Beziehungsweise wer in den Stiefel gebissen wird und hat einen schweren Stiefel an, da geht häufig dann der Giftzahn auch gar nicht durch. Mit so viel Power beißen die gar nicht zu, müssen sie ja auch nicht, sind ja tödlich genug, wenn es sich um Giftschlangen handelt. Gut, aber jedenfalls diese Nummer mit dem Stock wäre eine sehr, sehr, sehr einfach durchzuführende und sinnvolle Schutzmaßnahme. Schlangen fallen meistens nicht vom Baum. Also dieses Gerücht, dass die einem auf den Kopf fallen und solche Sachen, das ist kein reines Gerücht, das kann mal passieren, aber da muss man schon nach Australien oder in Gegenden, wo es die richtig, richtig, richtig krassen Schlangen gibt. Also bei überhaupt nur tropische Schlangen kommt da überhaupt in Frage für sowas. Das hätten wir ja in Panama ja, so gesehen. Aber in allen anderen Ecken mit Giftschlangen, die nicht tropisch sind, muss man sich da zumindest keine Gedanken zu machen. Generell gilt, wenn man sich aussuchen kann, was für Schuhe man anhat, dann nimmt man schöne, feste, hohe Stiefel. Je höher, desto besser. Also dieser klassische Cowboy-Stiefel, der wirklich bis fast unter das Knie geht. Und den dann noch in Dickleder-Ausführung. Das wird damals vielleicht deswegen getragen worden sein, das weiß ich nicht. Aber es wäre schon ein halbwegs valider Schutz vor Giftschlange. Ja? Insbesondere da es sehr wohl einen Unterschied macht, wenn du von der Giftschlange gebissen wirst, wie tief der Zahn in dein Fleisch eindringt. Je tiefer unten, desto Problem. Ja? Da können wir gleich zu kommen. Deswegen ist übrigens auch die Idee, die Wunde aufzuschneiden und dran rumzunuckeln, eine relativ beschissene, auf gut Deutsch, auf keinen Fall machen. Ja, also alle Filme, wo das mal gemacht wurde, völliger Mumpitz. Weil, wenn dich die Schlange durch eine dünne Hose oder ähnliches gebissen hat und sie hat einen 4 cm langen Giftzahn, das kann ja durchaus sein, dann ist die Injektion des Giftes auf 4 cm unten im Gewebe passiert. Und wenn du 4 cm tief die Wunde aufschneidest, um das Gift rauszusaugen, was dann theoretisch eine Erfolgsaussicht hätte, theoretisch, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit eine Arterie dabei verletzen und der Patient verblutet, bevor er vergiftet wäre. Heißt, das ist nicht so wirklich hilfreich. Ja? Also auf keinen Fall machen, es sei denn möglicherweise, und auch dann auf keinen Fall machen, aber rein auf dem Papier, rein technisch, rein
von der Logik her könnte man drüber nachdenken, wenn man weiß, dass die Schlange, weil sie gerade durch einen 3 cm dicken Lederstiefel gebissen hat und einen überhaupt punktiert hat, dann allenfalls nur ein kleines bisschen in die Haut eingedrungen ist. Das heißt, das Gift ist nicht allzu tief und dann könnte man drüber nachdenken, nicht machen. Ja, habe ich nicht empfohlen, lediglich technisch gesehen wäre das potenziell eine Möglichkeit. Ja, also sicheres schlangensicheres Schuhwerk tragen hilft auf jeden Fall im giftschlammverseuchten Gebiet. Und ansonsten hat man eine Schlange gesehen, dann sollte man ihr die Zeit lassen abzuhauen. Gegebenenfalls mit einem sehr langen Ast versuchen, sie ein bisschen zu verscheuchen. Dann aber wirklich ein sehr langer, also so 3-4 Meter. Und es gibt dummerweise aber auch Giftschlangen, die auf aggressives Verhalten in welcher Form auch immer mit gegenaggressivem Verhalten reagieren. Also auch zum Angriff übergehen, auf einen zukommen und solche Sachen. Das heißt, am besten, wenn man sie großflächig sehen kann und man hat eine Möglichkeit, das Ding zu umgehen, ohne selbst wieder auf die nächste Schlange draufzutreten, dann sollte man sie einfach umgehen und weiterlaufen. Ja? Die meisten Schlangenbisse passieren auch eben, weil man eine Schlange überrascht hat und die Schlange, um sich zu verteidigen, beißt. So viel zur grundsätzlichen Verhalten im Giftschlangenland. So, dann als nächstes wäre zu sagen, wenn die Schlange beißt und erwischt einen, dann besteht über alle Schlangen weltweit ungefähr eine Chance von 50%, dass es ein sogenannter trockener Biss gewesen ist, weil Giftschlangen, bestes Beispiel unsere Kreuzotter, die beißt fast immer trocken, haben nur eine gewisse Menge an Gift parat. Die haben also ein gewisses Reservoir. Neues Gift produzieren dauert, das dauert zum Teil Tage. Und wenn sie für einen simplen Verteidigungsbiss einen Haufen Gift verbraucht, um etwas zu töten, was sie hinterher nicht essen kann, weil Schlangen können ihre Beute ja nur im Ganzen verschlucken, das kennen wir, ne? Die klinken den Kiefer aus, machen einen riesen Maul, mampfen dann den ganzen was auch immer und haben dann so einen riesigen Klumpen im Bauch drin und sehen lustig aus. Ja? Als hätten sie Knoten verschluckt oder sowas in diese Richtung. Ja, das kennt man ja, hat man sicherlich schon mal irgendwelche Bilder dazu gesehen, wenn nicht, hat man schon mal gehört. So, und für die Schlange wäre es also vollkommen bekloppt, ihr wertvolles Gift, was lange braucht, um neu gebildet zu werden, was sie auch Nährstoffe kostet, was für sie in gewissermaßen teuer ist, wofür sie regelmäßig gut fressen muss, um dieses hochpotente, je nachdem wie potent es ist, Gift zu produzieren, der Quatsch, das zu verschwenden. So, und sie kann dich nicht töten, also reicht's, wenn du abhaust, für die Schlange der gleiche Effekt. Und daher beißen die dann häufig kontrolliert ohne Giftabgabe zu. Oder nur mit minimalster Giftabgabe. Das heißt, dass man von der Schlange gebissen wurde, ist jetzt noch nicht zwingend ein Todesurteil, je nach Gift, je nach Situation, in der man sich befindet. Wenn man zum Beispiel irgendwo im Busch ist und nicht schnell in ein Krankenhaus kommen kann, ist ein Schlangenbiss mit ziemlicher Sicherheit, sofern es sich um eine tödliche Schlange handelt, wirklich tödlich, weil so schnell kommst du nicht ins Krankenhaus. Dann hast du tatsächlich ein Problem. Ja, kommst du schnell ins Krankenhaus, wie es jetzt bei Seven vs. Wild der Fall wäre, liegt bei der Lanzenotter die Letalität, prozentual kann man schwer sagen, es gibt da verschiedene Statistiken, die ich mir mal angeguckt habe, aber so ungefähr bei 1,5-3% die Chance daran zu versterben, so rein statistisch gesehen. Ja, bei sehr schneller Behandlung liegt halt die Überlebenschance und auch die komplette Gesundungschance relativ gut. Wenn man nämlich nicht am Biss stirbt, hat man noch eine schöne Chance, dabei Gliedmaßen zu verlieren, nämlich die gebissenen. Das liegt, glaube ich, bei 3 oder 4%, wenn du schon nicht gestorben bist, dass du dann zumindest ein Bein oder einen Teil des Beines einbüßt oder Arm oder was auch, Kopf. Haha. Jedenfalls, dieser Trockenbiss ist was man immer im Hinterkopf behalten sollte, weil jetzt sind wir gebissen worden und jetzt war Gift drin, aber das wissen wir nicht, zumindest nicht just in dem Moment. Und daher ist das Beste, auch wenn das wahrscheinlich nicht gelingen wird, aber du wirst erstmal Panik kriegen, also du kriegst erstmal Panik. Ja? Du bist erstmal scheiße oder andere Kraftausdrücke. Aber danach wäre wirklich das Beste, sich versuchen zu beruhigen, sofern man das irgendwie hinkriegt und es irgendwie unter Kontrolle hat, sich selbst irgendwie den Puls runterzubringen. Denn je schneller dein Puls geht, je mehr du hin und her hüpfst und auf und ab hüpfst und durch die Gegend springst und vor dich hin fluchst, desto schneller breitet sich das Gift im Körper aus. Daher im Idealfall erstmal von der Schlange entfernen, die kann auch nochmal beißen.
zweiten oder Patient von der Schlange entfernen, wenn man jemanden findet, der gerade von der Schlange gebissen wurde oder derjenige nicht allein war und jetzt Helferlein dabei hat. Wichtig kann sein, kommt darauf an, wo auf der Welt man ist. In den Tropen zum Beispiel wäre es wichtig, Schlange nach Möglichkeit fotografieren, identifizieren, nicht der Schlange hinterherrennen, versuchen sie zu töten und mitzunehmen. Das ist einfach aus Selbstschutz nicht zu empfehlen. Tödlich giftige Giftschlangen haben meistens mehr als ein Biss an Munition sozusagen und können den nächsten, der ihnen auf den Keks geht, also auch nochmal mit einer tödlichen Dosis beißen, wenn sie das dann wollen, wenn es nicht zum trockenen Biss kommt. Das kann man aber nie so genau wissen. Wäre also aus Selbstschutzgründen einfach keine gute Idee, der Schlange nachzustellen und versuchen, die jetzt zu fangen, damit man hinterher weiß, welche Schlange es gewesen ist. Zumal es bei Antidot bzw. Antivenom, das Gegengift gegen Schlangenbisse, sehr wohl Kombipräparate gibt, die gegen verschiedenste Schlangenbisse helfen. Es hilft also zu wissen, welche Schlange es gewesen ist. Es ist nicht zwingend erforderlich, weil je nach Symptom kann man auch so einigermaßen ein bisschen richtig raten und dann eben das richtige Kombipräparat geben. Das ist übrigens sehr, sehr teuer. Da braucht man eine gute Krankenversicherung in dem Fall. Also auch das, werden die Tropen reist und mit Schlangen rechnet, sollte eine gute Krankenversicherung haben, die eben auch eine Gegengiftbehandlung gegebenenfalls bezahlt. Das kann sehr, 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 sehr teuer werden. So, wir sind also gebissen worden, versuchen nicht in Panik zu geraten. Und jetzt scheiden sich die Geister. Es kommt nämlich darauf an, was für ein Gift man abbekommen hat. Schlangengift hat immer zweierlei Wirkkomplexe. Ja? Es gibt die lokale Wirkung und es gibt die systemische Wirkung. Systemische Wirkung heißt zum Beispiel nach und nach erlahmt dein Herzmuskel und dann bist du deswegen vermutlich tot. Ne? Das wäre eine systemische Wirkung. Eine lokale Wirkung kann sein, dass da zellzersetzende Bestandteile im Schlangengift drin sind und da, wo das Gift hinkommt und sich dann weiter ausbreitet, zersetzt es die Zellen deines Körpers, vorzugsweise Bein, Arm, sowas in die Richtung ist halt am wahrscheinlichsten. Das gibt eine unglaublich eklig aussehende Nekrose des Beins, ist zum Beispiel bei unserer Lanzenotter, die es ja angeblich auf der Insel geben soll, der Fall. Das heißt, das Bein verfärbt sich schön schwarz. Man mumifiziert sozusagen lebendig. Du hast dann am Ende also einen Unterschenkel. Ich will da wirklich keine Bilder zu zeigen, das wird sofort demonetarisiert, das Video. Man kriegt dann so einen schönen Tutanchamun-Unterschenkel. Jede Mumie, die 4000 Jahre alt ist, würde dich drum beneiden. Aber für dich weniger schön. Das Fleisch bröckelt nahezu ab, verfault da drumherum. Also wirklich ein ganz... biologisch zwar interessant, aber für den entsprechenden nicht mit biologischem Interesse an die Sache rangehenden wahrscheinlich A, eklig und für den Betroffenen tatsächlich eben der Verlust einer Gliedmaße, das ist glaube ich nicht so lustig. Neberg schreibt dazu in seinen diversen Büchern, Achtung, das Amputat bleibt Eigentum des ehemaligen Besitzers und kann zum Beispiel noch als Angelköder verwendet werden. Schwarzer Humor at its best, wie man so schön sagt, ne? Ja, egal. Jedenfalls ist nicht lustig. Ja, und das ist die lokale Auswirkung. Ne? Zum Beispiel eben konkrete zellzersetzende Wirkung des Giftes, Blutzellen vernichtende Wirkung des Giftes. Im Fall unserer lustigen Lanzenotter ist das Hauptproblem, neben einer zelltötenden Wirkung, die eben für diese Nekrose und das Blutentjammungbein verantwortlich ist, ist es, dass die Blutgerinnung erst ausgelöst wird und hinterher die Blutgerinnungsfaktoren verbraucht sind und keinerlei Blutgerinnung mehr stattfindet. Das bedeutet, auch das ist jetzt wieder unappetitlich, man blutet aus sämtlichen Körperöffnungen, inklusive Mückenstiche, Kratzer und wo man sich sonst irgendwie verletzt hat. Ja? Das ist erstens ein Hauptproblem, weil man dadurch, durch diese ganzen blutenden Wunden, auch wunderbar mit allen möglichen Keimen auf einmal an zig Stellen konfrontiert ist, die dann abbekommt und schlagartig eben an 18 verschiedenen Stellen sich eine Blutvergiftung holen kann. Das heißt, Opfer eines Bisses der Lanzenotter sterben hinterher gerne mal an Blutvergiftung oder alternativ Nierenversagen, weil das Gift prinzipiell auch gleich mal noch nierentoxisch ist, sobald es also systemisch im Körper so weit zirkuliert hat, dass es die Nieren erreicht hat, werden die Nieren mit ziemlicher Sicherheit versagen. Und das ist bei nicht direkt auf der Intensivstation liegend tatsächlich auch ein tödliches Problem. Ne? Ersatzniere findest du so schnell nicht im Dschungel, die wachsen nicht auf Bäumen. Also eine insgesamt sehr, sehr unschöne Angelegenheit. Generell muss man jetzt zu Schlangengift sagen, die vor Ort stattfindende, die lokale Wirkung ist
dann in Kauf zu nehmen, wenn man nicht in der Lage ist, rechtzeitig zu einem Arzt zu kommen. Das heißt, das weitere Vorgehen nach einem Schlangenbiss hängt davon ab, bist du in einer Survival-Situation und wirst Tage brauchen, bis du möglicherweise in ein Krankenhaus kommst oder kommst nie in ein Krankenhaus, dann hast du eigentlich keine Chance. Ja. Aber dauert sehr, sehr lange. Dann gibt es Behandlungsvariante A, die man nicht empfehlen kann, außer, wie gesagt, Survival-Situation. Ist ja häufig so, medizinische Dinge, die generell gelten, gelten oft nicht. Wenn du nicht einen rechtzeitigen Arzt erreichen kannst, dann musst du halt auf blöde Ideen zurückgreifen, die immer noch blöd sind, aber dann immer noch besser als sofort zu sterben, beziehungsweise einfach aufzugeben. Erstmal der reguläre Behandlungsweg. Der reguläre Behandlungsweg heißt, du behältst also die Ruhe bei, du hockst dich, wenn du zum Beispiel ins Bein gebissen worden bist, am besten hin, lagerst dein Bein möglichst tief, weil viele Giftschlangen, gerade die tropischen, injizieren ein Gift, das über den lymphatischen Weg im Körper transportiert wird, also übers Lymphgewebe. Das heißt, das wird nicht direkt in die Blutbahn injiziert und damit ist es dann auch nicht unbedingt, dauert es eine Weile, bis das ist einfach ein langsamer Transportweg. Das lymphatische System ist das, wo auch die ganzen Lymphknoten dran sitzen, da hat man schon mal vielleicht was von gehört, geht so ein bisschen parallel zu den Blutbahnen durch den gesamten Körper und dient vor allen Dingen dem Immunsystem, um eben, ja, simpel ausgedrückt, Immunsystemsäfte im Körper zu transportieren. Wichtig ist dazu zu sagen, dass der Transport übers Lymphsystem nicht wirklich ein Kreislauf ist, das heißt, das wird nicht kreislaufmäßig immer durchgetauscht, wie das eben beim Blut der Fall ist. Aber es kann theoretisch vom Fuß bis Richtung Hirn transportiert werden, nur ist es halt ein passiver Prozess, beziehungsweise wird durch einfach Körperbewegung durchgetauscht. Wenn du deine Muskeln verwendest, dann drückst du damit auch die Lymphe im Körper rauf und runter und so weiter. Und daher wäre es eben eine gute Idee, die Muskeln möglichst wenig zu bewegen, wenn man mit dem durch die Gegend drücken der Lymphe auch das Schlangengift durch die Gegend drückt. Ne? Das nur kurz zum biologischen Hintergrund. Natürlich ist das jetzt keine ausführliche Erklärung des Lymphsystems, das brauchen wir aber an der Stelle auch gar nicht. Und je weiter weg man jetzt die betroffene Gliedmaße vom Herzen deponiert, also je weiter unten, desto langsamer dauert es und auch allein die Schwerkraft ist da tatsächlich ein Stück weit auch angeblich ein bisschen hilfreich, bis das Gift eben nach oben gewandert ist, letztendlich das Herz erreicht und dann hat man in jedem Fall immer ein Problem, wenn es beim Herzen angekommen ist, weil dann wird es ja überall hin verteilt, weil spätestens dann ist es halt doch irgendwie in die Blutbahn gelangt. Spätestens das, ne? Wenn nicht sowieso das Herz davon angegriffen wird und solche Späße. Das heißt, schön tief lagern kann im Regelfall nicht schaden. Ist man nur von einer Schlange gebissen worden, die bloß eine gefährliche lokale Wirkung hat und gar kein den Gesamtkörper tötendes Toxin besitzt, das kommt auch vor, dann kann man zum Beispiel mit einem Arm gebissen den Arm auch auf Höhe des Herzens lagern, damit der Arm besser durchblutet wird und länger überlebt. Da geht es also nicht darum, dass du dich selbst am Leben erhalten willst, sondern du möchtest nach Möglichkeit deinen Arm behalten. Und dann kann eine Lagerung auf Höhe des Herzens eben hilfreich sein. Ja, aber wenn man das nicht weiß und in den Tropen unterwegs ist, dann wäre möglichst tief lagern, damit es lange dauert, bis es beim Herz ankommt, jetzt eine gute Idee. So, als nächstes, wenn man hat und wenn man kann, Wunde desinfizieren. Schadet auf keinen Fall. Nicht Eis drauf, nicht sonst was drauf, keine blöde Schlangengift-Extraktor-Punkte, Pumpe verwenden. Bestenfalls hilft sie nichts, schlimmstenfalls schadet sie. Ja? Ist nicht empfohlen. Ist definitiv von keinem, der sich mit Schlangenbissen auskennt, empfohlen. Man kann die Dinger kaufen, damit verdienen irgendwelche Firmen Geld. Ne, würde ich sein lassen. Sagen alle entsprechenden Experten. So, und jetzt kommt es drauf an. Ist es ein Gift, das auf dem lymphatischen Wege langsam sich ausbreitet, dann kann Abbinden eine gute Idee sein. Achtung, nicht so abbinden, als hätte man gerade eine Schnittwunde erlitten, sondern anders abbinden, nämlich nur leicht bis mittel. Heißt, wir legen erstmal einen Druckverband um die Bisswunde an. So, das heißt, das machen wir so schnell wie möglich, gerade wenn wir zu zweit sind, erstmal einen Druckverband drüber. Das kann in keinem Fall schaden. An der Bisswunde selber ist das grundsätzlich was die WHO, World Health Organization, empfiehlt.
Ist es jetzt eine Schlange, die eben ihr Gift auf lymphatischen Wege, sprich in den Tropen, ausbreitet, können wir des Weiteren die komplette Gliedmaße erstmal ruhig stellen, immobilisieren. Wie macht man das? Dann, wenn man jede Menge Verbandstoff oder anderen Stoff dabei hat, wickelst du ungefähr so breite Verbandstreifen mit mittlerem Druck, nicht ganz leicht, aber auch nicht so, dass da die Zehen blau anlaufen. Man sollte immer einen Zeh freilassen, mindestens einen, den großen nach Möglichkeit, um zu kontrollieren, dass der Zeh noch Farbe hat. Ja? Dass der Zeh nicht blau anläuft, weil dann hast du zu fest gewickelt, dann stirbt die Gliedmaße deswegen ab, weil sie nicht mehr durchblutet wird. Durchblutet werden soll sie noch, aber der lymphatische Weg Richtung Herz soll so langsam wie möglich ablaufen und dafür dient die Kompression. Daher ganzes Bein oder ganzen Arm einwickeln, wie eine Mumie, ne, macht den Pharao draus, bevor er Tutanchamun und Bein bekommt, bekommt er erstmal Bandagen. Macht ja Sinn, kann man sich auf den Weg auch gut merken. So makaber das klingt, aber man kann sich's gut merken. Ja, darum geht's mir. Und ja, ganzes Bein einwickeln, ans andere Bein dran knoten, nochmal mit zusätzlichen Streifen am zweiten Bein fixieren und Patient so wenig wie möglich bewegen. Wenn der Patient bewegt werden muss, beziehungsweise eine Aussicht besteht, ihn irgendwo hinzukriegen, wo man ihn dann ins Krankenhaus kriegen kann, dann nach Möglichkeit auf einer Trage, auf einer Barre, auf einem Wägelchen durch die Gegend schieben, sonst wie, oh, hallo, na, ich habe Besuch vom Hund. Und ja, das ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit. Ja, das ist die Variante, wenn es aussichtsvoll ist, irgendwie zum Krankenhaus kommen zu können. Ja, wenn das nicht möglich ist, dann kann man drüber nachdenken. Das wurde schon gemacht, will ich aber auch nicht empfehlen. Das ist dann wirklich nur noch, jetzt geht es ums bloße Überleben. Man kommt nicht rechtzeitig zum Arzt, man weiß das. Was tut man? Dann kann man überlegen, ob man die Gliedmaße, in die man gebissen worden ist, quasi opfert zum Aufrechterhalten des eigenen Lebens. Arm oder Bein ist dann futsch. Das wird auch nicht zu vermeiden sein. Die lokale Auswirkung wirkt meistens relativ schnell, also das lokale Gift. Lediglich die systemische Wirkung kann man vielleicht lange genug hinauszögern, dass es dann auch dem Körper möglich ist, das Ganze zu überleben und zu reagieren und ja, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, du bindest dir dann die Gliedmaße tatsächlich ab, mit einem Tourniquet zum Beispiel, das haben ja alle Teilnehmer im Set drin, und quetscht die Blutzufuhr ab, trennst sämtliche Saftzufuhr sozusagen in das betroffene Körperteil ab, beziehungsweise vom getroffenen Körperteil in den Rest des Körpers, und dann könnte man, wenn man das rechtzeitig macht und rechtzeitig eben diese Entscheidung getroffen hat, da verliert man mit Sicherheit das Bein oder den Arm, aber kann halt eben helfen, selbst am Leben zu bleiben, dann als Einarmiger oder Einbeiniger hinterher als Resultat. Ne? Nicht schön, gar nicht schön, aber wird als Survival-Maßnahme empfohlen. Was nicht empfohlen wird, ist einfach mal eben die Machete und zack, das kennt man ja auch aus diversen Filmen, das wäre völlig bescheuert. Eine Spontanamputation ist schlicht und ergreifend mindestens genauso tödlich wie der Schlangenbiss, dass du irgendwo im Gelände ohne medizinische Gerätschaften und OP und so weiter und so fort eine spontane Amputation von einem Arm oder einem Bein überlebst. Nee, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ja. Allenfalls, was man tun könnte, wenn es gar nicht anders geht, wäre eine Amputation der ohnehin schon abgestorbenen, komplett schwarz verfärbten und nicht mehr so gut aussehenden Gliedes, nachdem man es abgebunden hat und dann eben es Tage später quasi vor sich hin fault. Da ist dann auch nicht mehr mit einer Verblutung zu rechnen, wenn es dann da in dieser Situation zu einer Amputation kommen sollte. So, kein schönes Thema. So viel erstmal dazu. Dann hätte ich noch per Voice-Over generell noch ein paar Gedanken zur grundsätzlichen Wirkungsweise zu Gift und was man da einfach generell noch zu wissen sollte. So, das hier ist die ein bisschen unschöne LD50-Tabelle. Da findet man, habe ich von Wikipedia geklaut, ne? Also nicht wundern, da findet man jetzt verschiedene Stoffe und ihren LD50-Wert. Dazu muss man leider sagen, der LD50-Wert, wie findet man den raus? Ihr werdet es wahrscheinlich schon vermutet haben, wenn ihr hier dauernd Ratte oral lest oder sehr häufig Ratte oral lest. Man braucht eine Population von Lebewesen, die man umbringen kann durch einen entsprechenden Stoff, um hinterher zu testen, wie viel von diesem Stoff man denn der Population gegeben haben muss, bis 50% der Population verstorben sind.
Ja, und leider, damit das Ganze statistisch dann auch noch valide ist, muss man diesen Versuch mehrfach durchführen. Und ja, das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Beigeschmack. Also zu wissen, wie giftig ein Gift ist, ist meistens was, was mit ziemlich vielen toten Ratten oder Mäusen oder anderen Labortieren einhergeht. Und das kann man jetzt durchaus kritisch hinterfragen. Die Daten sind jetzt aber da. Und ja, sie nicht zu verwenden, macht die Mäuse nicht wieder lebendig. Und das ist bei vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen so, dass die Art und Weise, wie man da dran gelangt ist, nicht unbedingt immer ganz toll ist. Sie uns jetzt aber weiterhilft, beziehungsweise jetzt müssen wir dafür, zumindest für diesen Versuche, nicht noch mehr Ratten umbringen. Und daher ist es vielleicht ganz gut, eben die Ergebnisse zu behalten, bevor man auch mal jemand auf die Idee kommt, das Ganze nochmal durchzuführen. Ja, also das nur gleich mal vorneweg. Wir finden immer links die Substanz, zum Beispiel Saccharose, das zweite von oben, Zucker, stinknormaler Haushaltszucker. Da hat man bei der Ratte rausgefunden, dass wenn man 29,7 Gramm pro Kilogramm Ratte verabreicht, eine Ratte hat nicht mal ein Kilogramm, aber nur so im anteilig, dann ist 50% der untersuchten bzw. verabreichten Ratten an dieser Menge Zucker gestorben. Zucker hat also eine letale Dosis, bei der 50% Chance besteht, dass du daran verstirbst. Soll heißen, wenn wir uns als Mensch 29,7 Gramm pro Kilo Zucker pro Kilo Körpergewicht reinziehen, dann ist die Chance, dass wir daran versterben, möglicherweise 50%, wenn wir dann eine Ratte wären. Und das macht diese Tabelle immer so ein kleines bisschen schwierig, weil man eben die Daten zu Ratten nicht in jedem Fall einfach so auf den Mensch übertragen kann. Bei manchen Giftstoffen klappt das ganz gut, bei anderen Giftstoffen nicht so sehr. Zum Beispiel beim Ethanol kommen wir auf 6,860 Milligramm pro Kilo Ratte. Das ist schon eine deutlich kleinere Menge und das trifft jetzt, das weiß ich zufällig, auch ganz gut auf den Mensch zu. Wenn man sich diese Menge Ethanol oral zuführen würde, dann sind die Chancen daran zu versterben, insbesondere wenn man kein geübter Trinker ist, relativ hoch, nämlich bei eben LD50, 50%. Der LD50 wird deswegen gewählt, um immer die Giftstärke anzugeben, weil ein LD90, sprich 90% aller Probanden versterben, wäre sehr schwierig zu ermitteln. Und der LD50 ist auch dahingehend einfach ein bisschen flexibel vom Spielraum her, weil es viele, viele Faktoren gibt, die eben auf die Wirksamkeit eines Giftes im Individuum eine Auswirkung haben. Soll heißen, wenn du zum Beispiel auf einen bestimmten Stoff allergisch reagierst, wird deutlich weniger als die LD50-Menge dich bereits umbringen. Wenn du hingegen eine Resistenz gegen den Stoff entwickelt hast, wie ein Imker beispielsweise gegen Gift von Bienen, haben die meisten Imker irgendwann eine gewisse Resistenz entwickelt, dann braucht es weitaus mehr als den LD50-Wert, damit der Imker wirklich nennenswerte Probleme bekommt. Und drum ist eben einfach dieser LD50 als so ein Mittelwert zu verstehen. Für die allermeisten Personen dürfte das eine dringend anzuratende Menge sein, also dringend abzuraten, so rum, Menge sein, die man auf keinen Fall zu sich nehmen sollte. Und ja, ne, also das sind hier einfach nur so ein paar, ich denke, da lest ihr jetzt in der Zwischenzeit fleißig durch die Tabelle, ein paar Substanzen, die man sich diesbezüglich mal angucken kann. Hin und wieder wurde das Ganze wirklich mal an einem Mensch erprobt. Das liegt daran, dass man davon ausgeht, dass es nicht so tödlich ist, dass man es nicht ausprobieren könnte. Und im Fall von Senfgas wurde es halt leider in Form von Krieg ausprobiert. Und im Krieg hat man da leider sehr viele Daten zu sammeln können. Das ist also wirklich keine sehr, sehr schöne Geschichte. Senfgas ist das fünfte von unten, wer da nur mal gucken möchte. Und das ist verdammt wenig, was da notwendig ist. Und außerdem wird das nur demal verabreicht, also über die Haut. Also es gibt schon Stoffe auf dem Planeten, die sind einfach nur böse. Gut, zweite Hälfte der Tabelle, während ich weiterquatsche. Und um dann nochmal auf die Raucherei von zum Beispiel dem Knossi zurückzukommen, nur mal ganz böse angemerkt, Nikotin ist, glaube ich, das sechste von oben, Mensch oral, 6,5 bis 13 Milligramm pro Kilo, gehört damit definitiv zu den giftigeren Substanzen in dieser Tabelle. Ja, da gibt es natürlich noch krasseres, keine Frage, aber ja, ist schon recht böse, ist schon...
ziemlich böse. Nur mal am Rande angemerkt, falls man sich dazu mal Gedanken machen möchte. Polonium 210 beispielsweise, 10 Nanogramm pro Kilo. Das ist also unglaublich wenig, das zweite von unten. 0,0, ganz viele Nullen, das werde ich jetzt sowieso nicht richtig aussprechen, wenn ich es versuche. Also es gibt wirklich Stoffe, die sind außerordentlich bös und außerordentlich giftig. So, und damit kommen wir jetzt mal zurück zu unserer lustigen Schlange, unserer Lanzenotter, die ja potenziell auf der Insel vorkommen soll. Gehen wir jetzt nämlich spaßeshalber einfach mal davon aus, dass die Giftwirkung des Lanzenottergiftes bei Mäusen die gleiche ist wie bei Menschen. Das ist durchaus naheliegend, weil die Wirkung des Giftes recht unspezifisch ist. Einfach Zellen zersetzt, Blutgerinnung hemmt. Das haben Mäuse jetzt zwar nicht genauso wie wir, aber die grundsätzliche Wirkung dürfte ähnlich sein. Mäuse können auch Nierenversagen oder Hirnblutung bekommen. Bei Mäusen zersetzt sich das Gewebe auch ähnlich wie bei uns. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass eine Maus, dadurch, dass sie sehr, sehr klein ist, sich das Gift halt viel schneller im Körper verbreitet, weil es einfach eine geringere Entfernung zurückzulegen hat und das Ganze dann möglicherweise etwas tödlicher sein wird als bei uns Menschen. Selbst wenn man der Maus entsprechend viel weniger Gift verabreicht, weil sie ja auch nur aus viel weniger Körpergewicht sozusagen besteht. Ja? Aber spaßeshalber nehmen wir einfach jetzt mal an, Maus und Mensch wären hier vergleichbar, dann gilt der LD50-Wert von 3,7 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bei Mäusen. Injektion übrigens in die Haut, ne? Also nicht orale Aufnahme, sondern es muss schon quasi gespritzt werden, was die Schlange ja tut, wenn sie beißt. Und übertragen auf einen 50 Kilo Menschen bedeutet das, das wären 185 Milligramm pro Mensch, wenn der Mensch 50 Kilo wiegt, die den LD50-Wert bilden. Und ja, das ist jetzt gar nicht mal so viel. Und bei einem 100 Kilo Mensch sind es dann nach Adam Riese 370 Milligramm, die nötig wären, um den LD50-Wert zu erreichen. Und wenn wir jetzt hier unten gerade noch schön lesen können, dass die durchschnittliche Giftmenge pro Biss bei 458 Milligramm liegt, dann kann man sich jetzt ausrechnen, dass mit einem durchschnittlichen Biss einer Lanzenotter so ungefähr anderthalb 100 Kilo Menschen, nicht ganz, aber fast anderthalb 150 Kilo Menschen gekillt werden können. Mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit. So. Das bedeutet, die Giftmenge, die die Lanzenotter mit einem durchschnittlichen Biss abgibt, ist eben auch deutlich tödlicher als nur in Anführungszeichen der LD50-Wert, weil der LD50, da hast du ja noch 50% Chance zu überleben. Tatsächlich würde es ja auch für den LD75-Wert wahrscheinlich reichen. Ja, wahrscheinlich, das ist ganz schwer korrekt auszusagen, aber sagen wir einfach mal so, die Wahrscheinlichkeit, von einem Lanzenotterbiss getötet zu werden, insbesondere wenn man signifikant unter 100 Kilo schwer ist, ist sehr, 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 sehr hoch, wenn, und das ist jetzt der Knackpunkt, man nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus kommt und nicht rechtzeitig mit Gegengift versorgt wird. So, was macht Gegengift? Gegengift ist häufig eine Menge von Antikörpern, die gegen die entsprechenden Substanzen, die als Gift verwendet werden, das sind häufig Proteine, im Fall von Schlangengiften, quasi wirken und dem Immunsystem sofort sozusagen sofort sagen, bei Verabreichung des Antivenoms, des Gegengiftes, dass das Zeug, wo jetzt auf einmal die eben verabreichten Antikörper jetzt dran haften, die Partikelchen des Schlangengiftes sind und sich das Immunsystem also verstärkt auf diese Partikelchen des Schlangengiftes stürzen soll und die unschädlich machen. Das funktioniert im Regelfall sehr, sehr, sehr gut, weshalb eben die Überlebensraten bei Schlangenbissen erheblich zugenommen haben. Faktor 1 ist nämlich tatsächlich eben, dass es Gegengifte gibt, die gegen das Gift aktiv wirken. Und Faktor 2, weshalb die Überlebensraten bei Schlangengiften zugenommen haben, liegt schlicht und ergreifend daran, dass man, während der Patient am Gift leidet, man ihn im Krankenhaus natürlich überwachen kann, Infusion legen kann, gegebenenfalls wiederbeleben kann, wenn das notwendig sein sollte und so weiter und so weiter. Also das hilft da schon außerordentlich, weshalb jetzt eben die tatsächlichen Todesraten von etwa 3% nach Lanzenotterbiss und die Giftmenge, die das Tier eigentlich verabreicht, in keinem Verhältnis stehen, weil ja eben eine medizinische Behandlung stattfindet.
Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass aus irgendwelchen Gründen, weil wir uns gerade mitten im Dschungel befinden und eben nicht ein Rettungsteam vor Ort ist, wie nochmal, es ist gut, dass bei Seven vs. Wild ein Rettungsteam vor Ort ist. Keiner soll da sterben. Ja, da hat niemand was von. Überhaupt nicht. Sollte man sich jetzt einfach in einer Survival-Situation, in einer echten befinden und von einer Giftschlange mitten im Nirgendwo gebissen werden, dann ist die Chance, dass, wenn es sich um eine Lanzenotter zum Beispiel handelt, man das Ganze überlebt, sehr, 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 sehr gering. Darauf wollte ich im Wesentlichen hinaus. Jo, übrigens, Gegengifte sind dahingehend auch nicht so lustig. Also man sollte auch nicht darauf bestehen, unbedingt ein Gegengift bespritzt zu bekommen, ein Gegengift zu erhalten, wenn man von einer Giftschlange gebissen wurde, weil, das wissen die Ärzte am besten, und ein Gegengift hat auch immer Nebenwirkungen. Dieses Serum, diese Antikörpermenge, die einem da quasi verabreicht wird, wird in anderen Tieren herangezüchtet, zum Beispiel aus dem Rind, aus dem Schwein zum Beispiel, und das bedeutet, dass unser Immunsystem gegen diese Schweine- bzw. Rinder-Antikörper, die uns dagegen das Gift helfen, eben auch vorgehen wird. Das heißt, wenn du nur wenig Gift hattest und dich davon alleine erholen würdest, dann richtet das Gegengift häufig mehr Schaden an, als dass es nützt. Drum, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, weshalb übrigens die meisten Notfallsanitäter auch in Gegenden mit Giftschlangen nicht automatisch Gegengift dabei haben, weil wenn du das verabreichst, geht es dem Patienten möglicherweise hinterher sogar noch erstmal schlechter, und für diesen Zweck will man ihn dann gerne im Krankenhaus haben, um ihn eben besser überwachen zu können. Ja, das ist so einer der Gründe, davon abgesehen. Gegengifte sind aufgrund dessen, dass sie eben in der Kuh gezüchtet werden müssen, sozusagen relativ teuer in der Herstellung. So, so viel zu diesem sehr schönen Thema. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, und doch noch ein letzter Gedanke, vielleicht seid ihr selber schon draufgekommen. Tatsächlich ist es von Vorteil, mehr Kilos mit sich herumzuschleppen, wenn man von einer Giftschlange oder einem sonstigen Giftviech gebissen wird, weil man dann mehr Kilos hat, auf die sich das Gift verteilt und die systemische Wirkung einfach weniger intensiv auf das Gesamtsystem wirkt. Das ist tatsächlich so ganz grob schon so. Es gibt Grenzen, hat man viel zu viele Kilos, die man mit sich rumschleift, kann man eben durch Adipositas-bedingte Krankheitsbilder, die man hat, oder Krankheitssymptome gegebenenfalls auch unter Kreislaufschwäche leiden, und dann könnte ein Gift, das genau das angreift, gegebenenfalls auch wieder besser wirken, obwohl man im Grunde viel Körper hat, auf den sich wenig Gift verteilt, aber im Großen und Ganzen kann man tatsächlich sagen, dicke Menschen sind schwerer zu vergiften. Naja, muss ja auch für irgendwas gut sein, ne? So, inzwischen sieht man mich jetzt auch wieder, hoffe ich. Hab einfach mal die Videoleuchte mitgenommen. Hab nicht unendlich Fackeln. So, Thema Sascha und das Schlechtsein, also dass ihm übel ist. Was ja, wie wir inzwischen wissen, periodisch auftritt und eigentlich mehr oder weniger in fast jeder Sascha-Szene, wenn er gerade nicht schwere Dinge durch die Gegend hieft oder sein Shelter total voll, also seine Burg total toll findet, sein Floß, kann man es auch nennen, weist er ja häufig darauf hin, dass ihm schlecht ist und dass das immer so periodisch auftritt. Das scheint schon. Na, man darf ja keine Ferndiagnose machen. Ferndiagnose immer schlecht, ne? Durchs Telefon und durch die Hose, hat jemand in die Kommentare geschrieben. Sehr schöner Spruch. Gibt es keine Diagnose. Ja, es ist aber sehr wahrscheinlich. Ja? Es ist garantiert so, aber es ist hochwahrscheinlich, dass das tatsächlich einfach schlechtes Wasser ist. Schlechte Wasserqualität, die dem Sascha da zu schaffen macht. Gerade dieses periodische Auftreten würde eben dafür sprechen, dass es dann wahrscheinlich dann bekommt, wenn er eben gerade wieder was getrunken hat, was er ja in halbwegs regelmäßigen Zuständen wahrscheinlich tun wird, beziehungsweise es dann zeitverzögert mit dem Trinken einsetzt von der letzten Portion, die er getrunken hat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er wahrscheinlich etwas zu wenig trinkt. Man kann da fast nicht genügend trinken, insbesondere weil ihm wahrscheinlich auch so langsam kommt, dass sein Wasser nicht ganz optimal sein könnte. Also für mich ist das Beispiel Sascha ein schöner Fall von miese Trinkwasserqualität.
allzu schlimm kann es nicht sein, sonst hätte er noch ganz andere Symptome. Durchfall hat er ja wohl auch, hat er ja auch irgendwie gemeint, das wäre jetzt so ganz, ganz, ganz typisch. Er hätte wahrscheinlich noch deutlich mehr Durchfall, wenn dann mehr im Magen wäre, da ist ja nicht allzu viel drin. Aber ne, auch da wieder nochmal, ne, bei medizinischen Sachen, A, bin ich sowieso kein Mediziner und zweitens, man muss dann ganz vorsichtig sein und da kann das alles mögliche für Gründe haben, aber das sieht schon sehr nach schlechtem Trinkwasser aus. Übrigens die Kokosnuss, die er da noch gegessen hat, die halb vergammelte, nein, ne? Eindeutig nein. Ganz eine blöde Idee, insbesondere wenn einem schon schlecht ist. Ich habe auch gedacht, nee, das ist der jetzt nicht wirklich, hat er aber. Das ist eine ganz miese Idee. Ja, zumal Dinge in den Tropen unglaublich schnell verderben. Das geht ruckzuck, das hängt einfach mit der enormen Verbreitungs- Vermehrungsgeschwindigkeit von Bakterien ab. Das ist ja das, wozu der Kühlschrank gut ist. Machen wir uns mal klar, wir haben den Kühlschrank ja nicht deswegen, damit unsere Milch immer schön kühl ist, weil sie dann besser schmeckt zum Beispiel, sondern wir haben den Kühlschrank deswegen, weil sich Mikroorganismen, die unsere Essen verderben lassen, unglaublich schwer tun, sich bei niedrigen Temperaturen zu vermehren. Die brauchen eine schöne Betriebstemperatur von nach Möglichkeit 24 Grad, das ist immer sehr, sehr gut, so 28, manchmal auch 30 Grad, dann wachsen die wie Sau, dann geht es einfach so schnell, wie es nur überhaupt irgendwie geht. So, und diese Umgebungstemperatur haben wir da. Und das ist der Hauptgrund, weshalb sich sowohl Wunden sehr schnell infizieren in den Tropen, als auch Essen sofort verdirbt, wenn man es nicht gleich auffuttert, beziehungsweise sobald es Kontakt mit irgendwas hat, was es halt irgendwie verkeimen könnte. Heißt, sobald eine Kokosnuss irgendwie offen ist oder die Krabbe reingekrochen ist oder sonst irgendwie aufgegangen ist, dann musst du die innerhalb kürzester Zeit verzehren. Die kannst du nicht lange aufheben, hast du vielleicht das Gefühl, aber das geht nicht. Ja. Bestenfalls 12 Stunden, so empfohlene Aufhebungsdauer, wenn nichts Offensichtliches reingekrochen ist, aber auch da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Kokosnuss gärt auch sehr schnell, da wird schnell der Zucker, der drin ist, von Bakterien umgesetzt in alle möglichen anderen Sachen. Dabei geben sie dann auch gerne mal gewisse Toxine ab oder zumindest so ein bisschen was in die Richtung. Und da muss man also schon sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ja, also keine gute Idee, keine gute Idee. Was uns zu Sabrina und ihrer Wassersituation bringt, die hat dann nämlich etwas sehr Interessantes festgestellt und ich muss den Akku wechseln. Ja, ich wollte zum Schluss noch was zum Knossi sagen. Das hatten wir letztes Mal in den Kommentaren so spaßeshalber ein bisschen rumgewitzelt, dass ich noch ein Knossi-Spezial machen muss. Ein Knossi-Spezial mache ich jetzt nicht. Möchte aber auch, nachdem ich der Fairness halber jetzt also die Leistung von Nova als jetzt nicht so besonders hoch eingeordnet habe, muss man der Fairness halber jetzt sagen, der Knossi scheint vielen Leuten besser zu sein. Ja, er ist ja technisch gesehen, ist das auch, weil er noch drin ist. Ja, also wenn man länger drin bleiben mit besser assoziiert, dann ist er tatsächlich ja besser. Aber der Fairness halber, abgesehen davon, dass der Knossi von der Einstellung her, vom Willen durchzuhalten und so weiter, an die Sache erstaunlich klug und gesund rangeht, sage ich jetzt mal, hat er ja auch de facto bisher Folgendes vollbracht. Er hat ein kurz flammendes Feuer gemacht. Das würde ich zumindest mal als okay, ganz nett beurteilen. Wirklich was bringen, außer dass er damit eine Zigarette anzünden kann, tut ihm das ja nicht. Ne? Also kleines Plus. Er hat kein Shelter gebaut. Er sagt, das kann er nicht. Da haben wir jetzt ein bisschen ein Problemchen, in Anführungszeichen. Ne? Weil er versucht es auch gar nicht nennenswert, irgendwie mit Palmblättern irgendwas zusammenzubasteln. Egal wie scheiße das aussieht, spielt überhaupt keine Rolle. Er sagt, er kann es nicht, also versucht das nicht. Und das ist streng genommen, kommt drauf an. Ja? Das kann man jetzt nicht sagen, das ist falsch, du musst es immer versuchen, das stimmt nicht. Weil wenn du in einer Situation bist, wo du keine verlässliche Nahrungsquelle hast und eigentlich im Grunde ein Zeitabsitz-Szenario hast, und weiß, irgendwann wirst du gerettet. Also selbst wenn das jetzt real wäre, dann hätte er eine gewisse Aussicht, dass er irgendwann gefunden wird auf der Insel, weil er irgendwann gesucht wird und dann man alles absucht und ihn irgendwann eines Tages da vielleicht findet. Also auch da hätte er ein Zeitabsitz-Szenario als Gestrandeter, also Robinson Crusoe sozusagen, auf so einer Insel. Ja, und dann kannst du dir schon überlegen, willst du jetzt wirklich Energie investieren für etwas, was vermutlich scheitert, wie zum Beispiel den Bau einer tollen Unterkunft, oder lässt du es einfach sein, hältst aus, was an Elementen und Regen dir eben entgegengeschmissen wird und stellst dich halt unter die Palme, wenn es regnet, und verschwendest in Anführungszeichen keine Energie, um ein Lager zu bauen, was du eh nicht kannst.
Also beides kann richtig sein. Wenn du dir absolut sicher bist, dass du kein Lager zustande bringst, dann wäre der Versuch auch nicht hilfreich, weil du damit nur Energie verschwendest. Wenn die Möglichkeit besteht, dass du doch vielleicht eins zustande bekommst, dann hängt es halt eben davon ab, wie viel wohler du dich mit Lager fühlen würdest. Das hängt auch ein Stück weit vom Kopf ab. Ja, wenn man merkt, mir macht das Ganze psychisch außerordentlich zu schaffen, die Situation. Und ich würde mich wohler fühlen, wenn ich mich beschäftige. Dann sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, weil man den Kopf einfach nicht vergessen darf. Kalorien zu verbrauchen ist nicht gut, wahnsinnig zu werden auch nicht. Gegebenenfalls ist wahnsinnig werden früher schlimm, als Kalorien zu verlieren. Dementsprechend, wenn man nach der Regel vorgehen bringt, bekämpfe erstmal das, was dich zuerst umbringt, müsste man zuallererst sich um seinen Kopf kümmern, sozusagen. Weil, wie wir bisher gesehen haben, wird der Knossi so schnell da nicht erfrieren. Mit seiner Regenjacke und der Tatsache, dass er eben noch ganz gut isoliert ist, ist, glaube ich, Erfrieren wirklich nicht so sehr das Thema. Vielleicht war ihm auch mal ein bisschen kalt, aber dann macht er ein paar Schritte und dann geht's wieder. Und also da sehe ich jetzt nicht so das Riesenproblem. Ja, und dann kann man also schon sagen, Kalorien sparen besser als versuchen, Lager bauen, was nicht funktioniert. Also beides ist möglich. Ich gebe ihm hier also sozusagen mal einen halben Punkt. Am besten wäre es natürlich, wenn er wüsste, wie man ein Lager baut oder sich vorstellen könnte, wie man ein Lager baut und er probiert es und es klappt, das wäre großartig. Das wäre natürlich toll. Vielleicht sehen wir das ja sogar noch, wer weiß. Ja? Sehr gut finde ich auch von der Einstellung an die Sache heranzugehen, dass er sich seinen ganzen Strand unterteilt hat. Hier ist das Badezimmer, hier ist das Wohnzimmer, da ist die Fernsehcouch, da hinten ist der gemütliche Sessel im Vulkanfels. Und so weiter und so weiter. Das ist auch sicher für die Psyche außerordentlich hilfreich. Auch diese Feststellung, dass er ohne Handy auch mal gut leben kann, ist natürlich ein großer Vorteil, den einfach ein fast 40-Jähriger nun mal hat im Vergleich zu einer 23-Jährigen, also einer sogenannten Digital Native oder jedem anderen dieser Generation, die einfach nie gelernt haben oder nie die Notwendigkeit hatten, auch mal ein bisschen ohne ihr Handy klarzukommen. Dann hast du einfach den Nachteil, dass du ja, im Fall von Nova zum Beispiel jetzt nicht nikotinabhängig bist, aber offensichtlich echt Schwierigkeiten hast, ohne Social Media klarzukommen. Das heißt, solange der Knossi jetzt noch genügend Zigaretten hat oder dann hinterher mit dem Entzug leben kann, Entzug ist es ja jetzt auch schon, der wird ja normalerweise mehr als eine pro Tag rauchen. Das ist dann schon auch ein großes Problem. Grundsätzlich mit irgendeiner Sucht nach irgendwas, was man draußen nicht bekommen kann, nach draußen zu gehen, macht es immer schwieriger, draußen zu sein, als wenn man gar keine Abhängigkeit von was auch immer hat. Survival ist nicht fair, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Also all dieses Überlebenszeugs, da geht es nicht darum, das möglichst gerecht zu gestalten. Du kriegst die und die Situation, in der du überleben musst. Und wenn du dann zum Beispiel auf Medikamente angewiesen bist, weil du einen Herzfehler hast oder was auch immer, dann ist die Chance, dass du dieses Survival-Szenario überlebst, wenn du da ganz lange sein musst und kriegst ganz lange dein Medikament nicht, eben gering. Ja, das ist nicht fair. Überhaupt nicht. Die Natur kräht da nicht danach, ob du Gleichbehandlung verdienst oder ob man Rücksicht auf dich nehmen muss, weil du angeborene Schwächen hast und so weiter und so fort. Die hast du, die sind da, die bringen dich dann gegebenenfalls um und danach kräht kein Hahn danach. Ja, das darf man also nicht vergessen. Survival in der Wildnis bedeutet immer, interessiert die Wildnis einen Scheiß, was deine Voraussetzungen sind. Du musst das Beste aus der Situation machen, die dir halt eben gegeben ist, egal wie scheiße die ist. Und da muss man dann mit der richtigen Einstellung an die Sache rangehen. Und das ist vielleicht das, was viele beim Knossi so beeindruckend finden, dass er die zu haben scheint. Je länger der da auf der Insel ist, desto mehr merkt man, dass er da mit einer erstaunlichen Positivität an die Sache rangeht. Grundsätzlich ist es vielleicht auch einfach generell so ein ich sage jetzt mal etwas fideler Mensch zu sein, also so Typ Knossi, ist vielleicht gar nicht so verkehrt für sowas. Gerade auch wenn man von sich selbst möglicherweise ein klein wenig eingenommen ist, ist das genau das Richtige für ein langfristiges Überlebensszenario alleine. Der Gewinner von der ersten Staffel von Alone, der da irgendwie über 53 Tage isoliert gewesen ist, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas über 50 Tage auf jeden Fall, der hat einen wesentlichen Satz geprägt, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Man muss sich selbst schon gern haben, wenn man hier klarkommen möchte. Gerade in der Isolation, das über einen sehr langen Zeitraum. Und da ist es, glaube ich, fürs Durchhalten echt gesünder, an grenzenloser Selbstüberschätzung zu leiden, in Anführungszeichen, und sich selbst für den geilsten und tollsten und was auch immer zu halten. Ich weiß nicht, ob der Knossi das tut, keine Ahnung. Aber nehmen wir es mal einfach spaßeshalber an. Dann ist das ein Vorteil für sowas. Ganz klar. Ja? Ganz, ganz klar. Wenn du nur dich hast, musst du dich mit dir selbst beschäftigen. Und wenn du das kannst, dann ist das gut. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du immer einen Nachteil. Immer. Ja? Einfach für den Kopf, für die Psyche. Weil durchdrehen hilft nicht beim Überleben. So gesehen macht das schon vieles richtig. Und auch diese eben, ich freue mich über jeden kleinen Erfolg, Einstellung ist bemerkenswert. Eine richtig gute Idee, richtig, richtig gute Idee, weil er daraus dann immer Kraft und Motivation ziehen kann und einfach für die Psyche das auch wirklich, wirklich wichtig ist. So. Ja, aber de facto, von den Kopffaktoren mal abgesehen und der Tatsache, dass er sein Feuerle gemacht hat, sein kurzes Feuerle, und auch mal inzwischen eine Kokosnuss aufbekommen hat und auch in der Lage war, die vom Baum zu bekommen, auch wenn das eine sehr untypische Art und Weise ist, sie einfach billardkö-mäßig von der Palme zu pieken, bis sie irgendwann runterfällt, aber es hat ja funktioniert. Warum man sich jetzt bisher, zumindest noch nicht sichtbar, nicht noch mehr Kokosnüsse geholt hat, weiß ich nicht. Wäre eigentlich sinnvoll, davon noch mehr zu mampfen. Vielleicht besteht auch die Notwendigkeit einfach nicht. Man kann auch schnell mal über ein paar Tage, wenn man wenig zu essen kriegt, manche Leute kommen da auch sehr schnell in dieses ich brauche eigentlich gar nichts zu essen, ich kann mal ein paar Tage fasten Gefühl und leiden dann gar nicht so sehr unter Hunger. Das könnte sein, dass das beim Knossi auch der Fall ist. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man sich nicht mehr Mühe gibt, an Kokosnüsse ranzukommen. Ja, also insgesamt auf dem Papier, objektiv betrachtet, wenn man die psychischen Sachen außen vor lässt, hat der außer seinem Feuerle nicht mehr gemacht als die Nova. Das müssen wir der Fairness halber ja schon feststellen. Okay, er hat an den Challenges teilgenommen, jetzt ist die Frage, inwiefern zählen die Challenges. Ich würde sagen, das lassen wir sie einfach mal zählen. Insofern war er bei den Challenges ja wirklich sehr gut bisher, erstaunlich gut sogar, inklusive die Nummer mit seinem lustigen Bogen. Und die Tatsache, dass er beim Tierefotografieren auf die Idee gekommen ist, neben Joris, der hat das glaube ich auch gemacht, für ein Säugetier einfach ein Selfie zu machen. Logisch, ja? Total genial, wäre mir nicht eingefallen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja? In dem Moment, ja klar, aber logisch, ja. Nackte Affe, ne? Sind wir alle. Nicht nur, das war jetzt keine Beleidigung an den Knossi, gar nicht. Gar nicht, sind wir alle. Ja. Also das ist schon, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also objektiv betrachtet, bisschen oberhalb von Nova. Sabrina ist da nochmal deutlich besser, weil wenn wir jetzt Survival-Tätigkeiten, die durchgeführt wurden. Sabrina trinkt zwar ungefiltertes Wasser, ist aber in der Lage zu erkennen, wann sie das nicht tun sollte, weil es trüber geworden ist. Punkt. Sabrina hatte ein Feuer. Punkt. Sabrina hat ein halbwegs wasserdichtes Shelter. Punkt. Okay, es ist zu nah am Wasser. Aber das kann man allen vorwerfen. Ja, das, abgesehen von Knossi, der gar kein Shelter hat. Dementsprechend ist es auch nicht nah am Wasser. Und Nova, die im Grunde auch nicht wirklich ein Shelter hatte, das zu nah am Wasser war, das nicht Shelter. Aber ansonsten... Ja, und an dem Punkt kam mir jetzt doch die Idee, ich könnte doch eigentlich mal für sämtliche Teilnehmer mal so ein kleines bisschen die Außer-Challenge-Leistungen auflisten. Heißt, was sie in der jeweiligen Tages-Challenge gemacht haben, mal nicht mitgerechnet. Also nicht die offiziellen Punkte, sondern mehr so die Survival-Leistungen. Das ist eine hochsubjektive Angelegenheit, das kann man auch sicherlich ganz anders sehen. Und mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich die Teilnehmer hier untereinander vergleichen möchte. Ich will in keinster Weise behaupten, ich hätte irgendwas besser gemacht. Das weiß ich nicht, ich bin ja nicht da. Ja? Daher einfach mal so untereinander, so grundsätzliche Survival-Leistung, nur so zum Spaß. Dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das vollkommen anders seht. Also, der Reihe nach, willkürliche Reihenfolge. Der Otto, was hat er? Er hat eine wettergeschützte Unterkunft, er hat Trinkwasser, er hat sein Gebiet untersucht, das ist auch wichtig, weil wenn man das nicht tut, weiß man ja gar nicht, was man an Ressourcen zur Verfügung hat. Vielleicht liegt er inzwischen bequem. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er zu seiner Flipflop-Liege, seit er die Flipflop-Liege hat, was gesagt
gesagt hat, ob er da jetzt nun neuerdings bequem drauf liegt oder nicht. Vielleicht, ich weiß es einfach nicht genau. Ja, also ich habe jetzt einfach mal drei Fragezeichen hinten dran gemacht. Vielleicht kann mir das ja jemand nochmal bestätigen oder auch nicht. Jedenfalls hat er im Hochwasser gebaut und das ist grundsätzlich erstmal schon was, was jetzt nicht so gut ist. Das gibt jetzt in der Ben-Tabelle einen Minuspunkt. Der Fritz hat eine wettergeschützte Unterkunft, liegt bequem, hat Trinkwasser, zumindest bis die große Flut kam, hatte er noch welches. Das kann sich jetzt tatsächlich ein bisschen verändert haben, da muss man jetzt gucken. Hat sein Gebiet untersucht, sehr gründlich, ähnlich wie der Otto. Das ist prima, weil dann weiß man eben, was man hat. Dann weiß man, was einem zur Verfügung steht, beziehungsweise was einem nicht zur Verfügung steht. Dann hat er auch im Hochwasser gebaut, auch wenn er da jetzt keine großartig furchtbar viele Alternativen dazu wahrscheinlich gehabt haben mag. Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall nicht so gut. Und er hat die Nummer mit den faulenden Füßen. Das will ich ihm zwar ungern irgendwie vorwerfen, aber es ist halt fürs weitere Vorgehen ein Nachteil. Ja, da muss er sich irgendwie drum kümmern. Und dumm habe ich jetzt tendenziell hier dann mal einen Minuspunkt gegeben. Der Joris hat eine wettergeschützte Unterkunft, liegt bequem, sagt er zumindest. Und warum sollte auf seinem Netz nicht einigermaßen bequem liegen? Einigermaßen bequem reicht ja schon für bequem. Hat Trinkwasser, weil sonst hätte er inzwischen ein Problem. Hat sein Gebiet untersucht, da kann man vielleicht noch ein Fragezeichen hinten dran setzen, weil er halt nicht sehr weit sein Gebiet untersuchen kann, weil er nicht weiterkommt, beziehungsweise sich nicht am Wasserfall hochzuklettern traut. Ich halte das aber nicht für falsch, weil das ist halt ein Risiko, bei dem du abwägen musst. Was hast du davon, wenn du da hochkletterst? Ist da oben auf einmal das Ei des Kolumbus oder ist da einfach nichts? Die Wahrscheinlichkeit, dass da nichts ist, ist relativ hoch und dann muss man vor allen Dingen, wenn man wo hochgeklettert ist, da auch wieder runterklettern. Und runterklettern ist immer viel schwieriger als hoch. Daher, ich finde es gut, dass er das Risiko nicht eingeht und gebe ihm hier ein Gebiet erkundet, Punkt, weil weiter kommt er halt nicht. So, und dann hat er als einziger verschiedene Nahrungen erschlossen. Zwar jeweils nicht viel, weil mehr gibt es da nicht, weil weiter kommt er ja nicht. Aber ja, er hat insgesamt mindestens mal drei Sachen gefunden, die man essen kann. Zum einen eben die Pfirsichpalmenfrüchte, dann die Mombinpflaume und eine Kokosnuss hat er ja inzwischen auch gefunden. Sogar mit diesem lustigen Kuchen in Anführungszeichen drin. Das kannte ich übrigens auch nicht. Interessant. Ja, und aber er hat im Hochwasser gebaut. Aber ansonsten kann ich beim Joris jetzt noch keinen weiteren Fehler in Anführungszeichen. Leute, das ist ja wirklich nur ganz subjektiv und gar nicht bös gemeint. Entdecken. So. Die Sabrina hat eine wettergeschützte Unterkunft inzwischen, hat Trinkwasser, kann auch korrekt einordnen, habe ich ja gerade eben im Live-Beitrag, also im Vor-Ort-Beitrag noch gesagt, kann auch einordnen, wann sie es trinken sollte und wann nicht. Dafür gebe ich jetzt aber keinen extra Punkt, dann müsste ich das bei den anderen ja auch tun. Liegt zumindest einigermaßen bequem inzwischen. Ja, hoffen wir es, dass das auf die Dauer auch so bleibt. Hat ihr Gebiet untersucht, glaube ich, wurde jetzt nicht so sehr thematisiert. Und hat als einzige bisher ein richtiges Feuer gemacht, wenn auch nur einmal, aber das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Minuspunkt kann man natürlich sagen, dass er inzwischen das Erste-Hilfe-Kit aufgemacht hat. Das sollte man sicherlich schon irgendwie mitbewerten, ne? Weil die anderen haben das bisher noch nicht nötig gehabt. Und dann kann man natürlich sagen, da haben die anderen was richtig gemacht, was die Sabrina, ich will jetzt nicht sagen, falsch gemacht hat. Ne? Ist ja gut, dass sie das Erste-Hilfe-Kit aufmacht. Wirklich. Aber ja, ich zähle es jetzt mal als Minuspunkt. Hoffentlich nachvollziehbar, warum. So, zweite Seite. So, dann der Knossi, der kann Zigaretten anzünden. Da das, abgesehen von Sabrina, damit der Einzige ist, der irgendwas mit Feuer hinkriegt, ist das definitiv ein Pluspunkt, würde ich sagen. Dann hat er Wasser. Das ist auch gut. Ne? Er hat erkundet. Er ist quasi überall gewesen, wo er einigermaßen sicher noch hingekommen ist. Das würde ich schon so ansehen. Und in der Hängematte liegt er natürlich bequem. Was er nicht hat, ist eine wettergeschützte Unterkunft. Und er hat einen Ast im Fuß. Das ist ja nach wie vor so, dass das wahrscheinlich mit der kleinen Entzündung, die er da hat, möglicherweise noch schlimmer wird. Es ist auf jeden Fall ein gewisser Nachteil, ein gewisses Handicap. Daher würde ich es jetzt mal als Minuspunkt rechnen. Dafür hat er zum Beispiel, genau wie Sabrina, nicht das Problem, abgesoffen zu sein bei der Flut. Und ja, das also insgesamt doch erstaunlich gut. Wenn er jetzt noch eine wettergeschützte Unterkunft hätte, wäre er natürlich richtig top. Plus er hat jede Menge Kokosnüsse. Ich weiß nicht,
nicht, ob das ein Pluspunkt ist. Die meisten haben ja Kokosnüsse, zumindest in irgendeiner Form. Und dafür ist er davon dann relativ wenig. Drum würde ich da eben, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne anders sehen. So, dann hätten wir noch den Sascha. Der hat eine wettergeschützte Unterkunft. Zumindest sagt er, die sei super. Und scheinbar liegt er da auch bequem. Zumindest sagt er das. Ich kann mir das ja irgendwie nicht vorstellen. Aber das kann man auch ganz schwer als Ferndiagnose einordnen. Und irgendwie hat er schon auch Trinkwasser. Ich weiß halt nicht, ob man das zählen darf, weil als Minuspunkt trinkt fragwürdiges Wasser und isst fragwürdige Dinge mit dieser angegammelten Kokosnuss. Das ist schon... Außerdem hat er noch die eine Schnittwunde. Jetzt ist die Frage, inwiefern die noch schlimm ist oder ob ihn das inzwischen nicht mehr stört. Und bevor jetzt die Sascha-Fraktion bei mir die Kommentare stürmt und sagt, Sascha ist der Beste, das mag ja so sein, aber das sind schon so ein paar Punkte, die sind halt jetzt erstmal so. Ja, ich weiß nicht, ob man beim Sascha noch als Pluspunkt aufführen kann, dass er Kokosnüsse mit der Hand auseinanderreißen kann. Aber ja, das ist ja nicht unbedingt ein Vorteil, wenn die anderen Werkzeug haben und ihre Kokosnuss auch aufbekommen. Daher, ja, weiß ich nicht. Also einfach nur so zum Spaß mal der bisherige Stand der Dinge und als Diskussionsgrundlage. Daher würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dazu was zu sagen habt, was ihr loswerden wollt. Dann bitte gerne her damit. Ansonsten, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. War ja wieder recht viel Material diesmal. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Macht's gut. Tschüss.